Herzlich willkommen zurück, meine lieben Leute, hier in Inazuma 11 Go Schatten. Ja, im letzten Part ist so einiges passiert. Wir haben Fräulein Blaze getroffen, was auch immer die von uns wollte. Und nun geht's aber jetzt schnell ruckizucki zur Bahn, bevor wir sie noch verpassen. Wir sind eh schon spät dran. Das steht gegen Mirage an, genau. Das Match gegen Mirage steht an. Wir haben es noch geschafft. Oh jeez. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr, sehr cooler Ort. Yep. Indeed, indeed. Hi, Valley. Oh, hallo, Wade. Wir sind gerade auf dem Weg zum Spiel. Das nennt man wohl die Stunde der Wahrheit, was? Funktioniert der Atlantis-Tam? Na, Karl, Atlantis ist quasi mein zweiter Vorname. Wanli, Atlantis, Wancheng, Wanchang, wie auch immer. Na gut. Hör mal, Wanli, fandest du es nicht komisch, dass niemand auf dir herumgehackt hat, selbst nachdem Herwald nicht mehr dein Freund war? Ist dir das etwa noch nie aufgefallen? Keine Ahnung, was genau meinst du denn damit? Vergiss es, konzentrier dich einfach aufs Spiel. Na los, beeil dich. Da ist ja doch noch was rausgerutscht. Geh zur Arena. So, dann können wir nun endlich einen neuen Ort erkunden, währenddessen Themen ansprechen und andere Teams knüppeln. Und da sind wir jetzt angelangt. Ich habe eh viel zu erzählen, warum rede ich jetzt so? Keine Ahnung. Ich muss aber auch hier sagen, dass jetzt Zukunfts-Sebian am Apparat ist, heißt... Was ich ursprünglich in diesem Part gesagt habe, das werde ich rausschneiden und das, was ich jetzt laber, werde ich reinplatzieren. Es war nämlich sehr, sehr interessant, weil ich eigentlich geplant habe, dass ich jetzt auch die letzten zwei Parts noch alles nochmal nachkommentieren werde und so, weil man hat halt auch gemerkt, ich habe es ja auch angesprochen, so gut drauf, gesundheitlich war ich da nicht und da war ich jetzt längere Zeit nicht wirklich zufrieden und habe mir gedacht, okay, das werde ich halt jetzt einfach im Nachhinein nachkommentieren, weil jetzt ist auch wieder ein, zwei Wochen vergangen für mich und jetzt, wo mein Kopf wieder klar ist, kann man sagen, wo es mir auch gesundheitlich wieder besser geht, auch mental besser geht, werde ich das jetzt einfach nochmal nachkommentieren. Aber ich habe es jetzt bearbeitet, die letzten zwei Parts und so wie ich es zurechtgeschnitten habe, da gebe ich mich eigentlich schon zufrieden mit. Und das ist eben auch der persönliche Teil, den ich jetzt hier in dieses Let's Play reinbringen möchte. Das möchte ich auch dann drinnen lassen. Eben diese Zeit, wo ich jetzt eben die letzten zwei Parts aufgenommen habe, da ging es mir eigentlich sehr, sehr schlecht. Das wird jetzt auch noch die nächsten Tage weitergehen, kann man sagen. Also so wie ein Lichtschalter, wo es jetzt vorbei ist, so gesehen für mich. Wird das jetzt sich auch nicht ändern, aber auf jeden Fall, ja, sollten jetzt wieder bessere Zeiten für mich anstehen und ja, ich glaube, es wäre besser, wenn ich jetzt mal aufkläre, was jetzt überhaupt so genau los war und ja, das mache ich jetzt, weil das kann jetzt ziemlich verwirrend sein, hier mit nachkommentieren und was ich eigentlich meine. Es hat ja so ausgesehen, dass ich schon im Sommer eine eigentlich nicht einfache Zeit gehabt habe, weil ich zum Beispiel hier mit den Let's Playen und alles, habe ich ja darauf hingearbeitet, meine letzten Let's Plays aufzunehmen und zu bearbeiten, ne, weil ich mit YouTube aufhören möchte. Das ist ja auch kein sehr, sehr einfaches Thema für mich, ne, wenn ich da was ändern möchte, auch generell jetzt an meinem Alltag, an meinem Leben. Ich kann ja eigentlich schon nächstes Jahr anfangen zu arbeiten und habe schon meinen Bachelor, mein Studium hinter mir dann im Sommer 2019 müsste das sein, ist dann mein Abschluss und dann ab Herbst könnte ich rein theoretisch schon arbeiten gehen und deswegen möchte ich da eigentlich schon jetzt beginnen, ein bisschen was umzustellen. War nicht wirklich einfach. Ich habe ja innerhalb von einem Monat, im Juli, habe ich die ganze Eglog aufgenommen und bearbeitet und alles drin und dran und das war eine ordentliche Arbeit. Und dann kam halt noch die Sache mit meinem Papa dazu, mit dem Gehirntumor,
dass sich das jetzt verschlechtert hat durch die Therapien, sein Verhalten und alles drum und dran. Und jetzt die letzten Wochen war halt für mich, stand halt dann die Reha von meinem Papa an. Da haben wir jetzt eh, also ich, mein Bruder und meine Mutter haben da eh jetzt zusammengearbeitet bei der ganzen Sache. Weil meine Mutter musste auch mal in Kur gehen, weil sie jetzt sich ein halbes Jahr lang um meinen Papa gekümmert hat und die hat selber mal eine Auszeit gebraucht. Und ja, deswegen haben wir da auch noch Glück gehabt, dass wir unseren Papa da in eine Reha schicken können. Zu so einem Kurort, na Kurort nicht, aber ihr wisst, was ich meine, nicht? Und ja, da waren wir beide, ich und mein Bruder, eher dann so auf uns allein gestellt. Natürlich konnten wir unsere Mutter immer wieder anrufen, aber die konnte ja dann letzten Endes auch nicht so viel machen. Und das soll sie ja auch nicht in ihrem Zustand. Und deswegen haben wir das ja jetzt übernommen. Und das hat so ausgesehen, ne, habe ich ja eh das Thema schon mal angesprochen mit der Kur. Eigentlich, ja, hat mein Bruder irgendwie so aufgemeint, dass er das eh übernehmen kann, aber dann hat er halt den Schwanz eingezogen. Keine Ahnung warum, aber das werde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber auf jeden Fall war es für mich sehr, sehr unerwartet. Ich war mittendrin, dass ich jetzt, dass mein Leben, das jetzt aus Gleichgewicht geraten ist, kann man sagen. Das wollte ich ja selber wieder anpacken, ne, mit Freunden treffen, Fitnessstudio und alles drum und dran. Aber ja, da wurde ich halt wieder rausgerissen, weil halt mein Bruder doch was machen musste und alles drum und dran. Auf jeden Fall 3 Wochen, um es jetzt zusammenzufassen, musste jetzt so gesehen mein Papa in der Reha sein. Und in diesen 3 Wochen haben wir ihn eben begleitet und da haben wir uns dann abgewechselt. Eben am Anfang, auch wenn es für mich sehr unerwartet war, habe ich halt eingegriffen und habe jetzt dann die ersten 4-5 Tage auf der Reha verbracht mit meinem Papa und ich war halt Begleitperson, beziehungsweise eigentlich eine 24-Stunden-Pflege für meinen Papa, weil der allein einfach nicht mehr leben kann. Und ja, das war halt auch nicht so einfach. Dann eben, wo ich jetzt auch die letzten 2 Parts aufgenommen habe, diese Session, das war dann nach dieser Phase, wo ich dann wieder zurückgekommen bin für 2 Wochen. Da habe ich hier allein zu Hause gelebt, habe den ganzen Haushalt führen müssen, einkaufen und wir haben ja auch noch 2 weitere Pflegefälle in unserer Familie, um die wir uns kümmern müssen, mit deren Pflegebetreuung, die auch sich sehr, sehr dumm anstellen teilweise. Und da habe ich das Gefühl gehabt in diesen 2 Wochen, ich habe es ja schon angesprochen mit Distanz und alles drum und dran. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe von 8 Uhr bis 18 Uhr eigentlich immer durcharbeiten müssen und habe einfach nicht mein Leben gehabt. Und da war ich auch überfordert. Und das hat mich auch ziemlich mitgenommen. Auch weil ich ja eigentlich auch irgendwie mal eine Zeit gebraucht habe, um jetzt mal mich selber zu erholen. Nicht nur, was die letzten Monate so passiert ist, sondern die Tage, diese Anfangszeit in der Reha, das war auch brutal. Besonders mein Papa, ne? Man kann sich vielleicht schon alleine vorstellen, wenn man gar keine Krankheit hat, ne? Man muss sich erstmal eingewöhnen in das Ganze und das ist ja auch schon ziemlich brutal. Besonders mein Papa, der möchte oder wollte eigentlich nicht in die Reha rein. Und es ist halt sowieso eine sehr, sehr schwierige Situation, das Ganze mit meinem Papa, weil der auch nie wirklich so Einsicht gezeigt hat und hat keinen Bock. Und man kann schon jetzt letzten Endes sagen, durch diese ganzen Medikamente, die er jetzt auch noch von seiner Psychiatriezeit hinter sich hat und die er immer noch einnehmen musste, jetzt auch während der Reha, das haben wir jetzt die letzten 24 Stunden herausgefunden, das waren hauptsächlich wahrscheinlich diese Medikamente, die mein Papa eingenommen hat, die ihn so verwirrt gemacht haben und ihn so durcheinander gebracht haben. Da war jetzt meine Mutter eh beim Hausarzt, also heute, und der hat gleich gesagt, die werden wir jetzt alles streichen, die Medikamente, die er da täglich einnehmen muss, weil das geht einfach nicht mehr, weil da wirst du so gaga im Kopf, und das habe ich ja auch mitgekriegt jetzt die letzten Wochen, was
oder welches Verhalten da mein Papa da an den Tag legt. Und für mich persönlich, ich bin halt einer, auch wenn ich weiß, okay, mein Papa, der ist so beeinträchtigt vom Gehirntumor, von den ganzen Anschwellungen, von der Chemo, von den Therapien und von den ganzen Tabletten und Medikamente. Das ist mir zwar bewusst gewesen, dass er da jetzt selber da nicht wirklich eine Kontrolle hat, wie er sich verhält und so. Und dass man das nicht persönlich nehmen muss. Aber ich bin halt doch da einer, der erstens mal da richtig mitfühlt, weil ich das ganz genau mitbekomme bei meinem Vater, wie der darunter leidet. Er checkt wahrscheinlich auch selber irgendwie, dass er sich da fehl verhält und dass er dann nicht wirklich so agieren kann, wie er es eigentlich will. Und das ist auch wieder ein anderes Thema. Er ist halt immer wieder sehr, sehr aggressiv gewesen gegenüber mir. Ich habe da das Gefühl einfach, weil er sowieso es noch wahrscheinlich nicht einsehen kann, dass er jetzt einfach nicht mehr selbstständig weiterleben kann, sondern dass er auf uns angewiesen ist oder auf Pflegekräfte. Und bei mir ist wahrscheinlich noch ärger, weil er das erst recht nicht abkann, dass ich, der jüngste Sohn von ihm, jetzt da den Klugscheißer spielen muss für ihn und ihn pflegen muss und für ihn sorgen muss. Das kann er auch überhaupt nicht einsehen und deswegen wurde er da auch immer wieder teils ziemlich aggressiv, wenn ich dann für ihn irgendwie den Klugscheißer rausbringe, weil ich irgendwie sage, nein, du kannst dir zum Beispiel jetzt nicht eine Verpackung von den Keksen in deinen Kaffee reintun. So hat er sich da auch immer wieder verhalten. Und wenn ich da einfach sage, so kannst du das nicht machen, wurde er gleich, hat blockiert und wurde aggressiv. Nach dem Sinne, was fällt mir denn ein, ihn jetzt zu sagen, wie er sich dazu verhalten hat? Ja, das meine ich eben durch sein Verhalten. Das Verhalten war einfach nur, ja, sehr unangebracht. Aber für ihn war es nicht unangebracht. Für ihn war alles normal und er hat seine eigene Realität gehabt. Und ne, so nach dem Sinn, ist ja nur seine Meinung und ich habe meine Meinung, wie das eigentlich sein soll. Und was eigentlich auch die anderen Ärzte sagen bei der Reha, das ist auch nur deren Meinung und er hat seine Meinung und ja, er macht so, wie er es sich denkt. Und wenn man da mal eingreift, dann wird er besonders aggressiv. Der hat da nicht wirklich so ein Urteilungsvermögen, außerdem auch überhaupt keine Orientierung und auch generell ist er halt sehr komisch drauf gewesen. Und das war halt ziemlich, ziemlich schlimm. Auch für mich. Man hat mir zwar, meine Mutter und mein Bruder haben mir zwar immer wieder so gesagt, ja, man soll das nicht persönlich nehmen, einfach. Und wenn er halt wieder irgendwie was anfängt zu labern, dann einfach immer so, ja, ja, ja. Aber bei mir habe ich das Gefühl, das konnte ich nicht, weil der hat oft immer so Themen angesprochen, wo ich nicht einfach ja, ja, ja sagen konnte. Und das hat er jetzt eben gegen Ende von der Reha eben auch angesprochen. Da merkt man eben, dass er das schon checkt, wenn man einfach so ja sagt und gar nicht so aufpasst, wenn man mit ihm redet. Und das ging halt relativ oder war halt generell sehr, sehr schwierig. Und wie schon gesagt, dass er auch so leidet die ganze Zeit, das war auch für mich eine Hölle. Also die Reha-Zeit war für mich persönlich eine Hölle. Ja. Aber jetzt nochmal zurück. Ich habe eben 2 Wochen nach den ersten Reha-Tagen eben zu Hause. Dann war ich ja auch arbeiten, das allererste Mal. Eine Woche lang, was auch, ja, von 8 Uhr bis 3 Uhr nachmittags immer wieder ging. Und ich musste da auch immer mit dem Auto überall hinfahren. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin da ein Taxi. Die ganze Zeit fahre ich da, jeden Tag fahre ich die ganze Zeit nur in der Gegend herum, weil ich mal einkaufen muss oder zu den anderen Pflegefällen und das war wirklich keine einfache Zeit. Und eben an jenem Tag, wo ich eben die letzten 2 Parts aufgenommen habe, da ging es mir wirklich sehr, sehr gut. Ich kann mich noch gut erinnern, warum, weil das nach einem Arbeitstag war. Arbeit hatte ich eigentlich so einen Ferialjob gehabt, von Montag bis Freitag, wo man einfach mit mit Grundschulkindern nochmal so einen Kurs gehabt hat, wo man den
Stoff vom letzten Jahr wiederholt, in Mathematik und Deutsch. Und dann hatten wir ein ganzes Tagesprogramm parat mit Spielen und Basteln und was auch immer. Und eines Tages habe ich mal eine andere Betreuerin abgelöst im Turnsaal, haben wir auch benutzen dürfen in der Grundschule, die wir da besuchen durften für den Kurs oder hernehmen durften. Und im Turnsaal waren da eh nicht so viele Kinder und drei davon haben Fußball gespielt und haben mir gedacht, ja, ich kann ja Fußball spielen und auf die zwei, drei Kinder, die sonst noch da waren, eh aufpassen während dem Fußballspielen, also kann ich da mal mitspielen, hab sowieso Bock drauf gehabt und mir hat's halt wieder extrem viel Spaß gemacht. Ne? Das passt wieder hier in die Inner Summer 11-Thematik rein. Fußballspielen hat mich wirklich glücklich gemacht mit den Kindern und ich bin halt da wirklich einer, der sich dann nicht wirklich so zurücknimmt. Man mag vielleicht glauben, ne, wenn man als Erwachsener gegen Kinder spielt oder so, dass man dann mal die Kinder ein bisschen gewinnen lässt oder so, aber ich habe da alles gegeben, außer natürlich, da habe ich mich zurückgehalten, was das Schießen betrifft und den Körpereinsatz, also im Zweikampf, da habe ich natürlich nicht alles gegeben, aber sonst, mir war es nicht zu blöd, die Kinder einfach kalt aussehen zu lassen, während ich irgendwie Tore geschossen habe oder sie einfach immer ausgetrickst habe. Was mich auch fasziniert hat, dass ich nach all den Jahren, ich spiele ja mittlerweile kein Fußball mehr, eigentlich kann man sagen, vor 10 Jahren habe ich aufgehört mit einem Fußballverein, aber nach all der Zeit würde ich sogar sagen, dass meine Technik sich verbessert hat. Weil ich bin da durchgedribbelt, weil wir zu viert waren, ein Torhüter und dann 2 gegen 1 und ich war halt der eine. Und es war auch sehr, sehr interessant. Hat mich überrascht, wie gut ich eigentlich noch Fußball spielen kann. Nur die Kondition war halt dann. Ich glaube, ich habe mal so, Zwischenstand war mal 7-2 für mich. Ja, da habe ich mich nicht zurückgenommen. Weil ich bin da auch der Meinung, dass das, ja, ist ja schön und gut, muss man auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt, ne? Weil so kann man ja den Kindern auch den Spaß rauben, wenn man sie wirklich fertig macht. Aber ich bin auch eher dann der Meinung, es bringt nichts, die Kinder irgendwie absichtlich gewinnen zu lassen oder so. Und jetzt in unserem Fall hat das die Kinder, wie alt waren die? Die waren Drittklässler ungefähr, also kann man schon sagen, die waren so um die 8 Jahre alt. Die hat das richtig angespornt. Die waren voll überrascht, wie gut ich da Fußball spielen konnte und das hat sie richtig angespornt, jetzt wirklich mal beim Stand von 7-2 einfach mal wieder aufzuholen. Was sie dann auch geschafft haben, weil die Condi ist bei mir flöten gegangen. Ja, schöne Technik habe ich, wie es ausschaut, aber Kondition, nope. Aber es hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, die Kinder waren auch voll mit dabei. Waren richtig motiviert, damit mir Fußball zu spielen und das hat mich einfach glücklich gemacht an jenem Tag. Ich war halt fix und fertig, körperlich kann man sagen, ne? Wegen der Condi, aber ich habe extrem viel Spaß gehabt. Generell war das eine sehr, sehr gelungene Abwechslung, dieser Ferialjob. Also da bin ich schon froh, auch wenn es ziemlich anstrengend war, ne? Wenn man da eigentlich fast den ganzen Tag aufbrauchen muss. Für diese Arbeit, aber für mich war das auch eine sehr, sehr schöne Abwechslung, ne? Weil sonst war ich immer bei den Pflegefällen und bei den ganzen stressigen Sachen mit meinem Kopf und da konnte ich endlich mal ein bisschen abschalten und das hat mich richtig glücklich gemacht. Und eben am gleichen Tag habe ich dann die letzten 2 Parts aufgenommen, aber dann, ja, vielleicht habe ich mich doch ein bisschen übernommen und deswegen habe ich mich da ein bisschen, ja, verausgabt und körperlich habe ich da eine Grippe hat schon an der Tür geklopft, kann man sagen. Vielleicht kann man so sagen. Ich habe dann immer so Tabletten genommen, weil das geht natürlich nicht. Ich musste dann 2 Tage später, also 2 Tage nach diesem Tag, musste ich dann eben wieder in die Reha fahren und meinen Bruder wieder ablösen für die letzten 5 Tage, also in der Reha. Und
Da krank werden geht natürlich nicht. Da habe ich dann schauen müssen, dass ich erstens mal... Ne, das war eben auch irgendwie das Gute, die letzte Aufnahmesession, ne, dass ich da gefühlt habe, während dem Aufnehmen, da, mir geht es jetzt irgendwie körperlich, gesundheitlich immer wieder schlechter. Meine Stimme kratzt ab und alles so dran. Das war eben, was ich da auch immer wieder rausgeschnitten habe in den letzten zwei Parts. Und das war eigentlich eh gut, dass ich da mal so eine Session aufgenommen habe, weil ich das dann gesehen habe, dass es mir gesundheitlich zu der Zeit nicht wirklich gut ging und dass sich das eigentlich rasant verschlechtert hat, mein gesundheitlicher Zustand. Deswegen habe ich da gleich reagieren können mit Tabletten und Ruhe und blabliblub, was man halt dagegen macht. Und es wurde auf jeden Fall nicht schlimmer. Das freut mich, weil ich hatte noch ein, zwei Tage zu arbeiten. Geht halt auch schlecht, ne? Und das wäre halt richtig blöd, wenn ich das absagen musste. Müsste, nicht musste. Ich musste es ja eh nicht absagen, weil es sich eh nicht verschlimmert hat. Und halt dann die letzten fünf Tage musste ich in die Reha rein, weil mein Bruder wegfährt jetzt während der Zeit. Und da musste ich ja eben rein. Und wir hatten sonst nicht wirklich eine andere Lösung parat, weil ich eben dann der Einzige wäre, der da einspringen kann. Oder der das übernimmt, die letzten Tage in der Reha. Ne, die letzten fünf Tage. Und ja, das waren jetzt nicht wirklich super Bedingungen jetzt für die letzten Tage, weil jetzt geht's mir gesundheitlich auch nicht wirklich top und muss mich da wieder um meinen Papa kümmern. Das ist ja eben das Schwierige an der ganzen Situation gewesen. Weil du ja während der Reha-Zeit musst du ja eigentlich ununterbrochen mit deinem Papa da die Zeit verbringen, kann man schon sagen. Und die ganze Zeit aufpassen, ne? Das muss ich mir jetzt die Tage, ne? Gestern bin ich wieder angekommen zu Hause und für mich ist das jetzt Geschichte, ne? Dass ich hier als Pflege eingreifen muss. Deswegen bin ich da jetzt wieder sehr, sehr erleichtert, dass ich zu Hause bin und endlich mal, endlich, ich habe das Gefühl, ein Monat lang habe ich jetzt wirklich Stress pur gehabt und nun kann ich endlich mal abschalten und wieder zurück zu meinem eigenen Leben zurückkehren. Das hatte ich jetzt über einen Monat lang nicht. Oder kaum. Und jetzt kann ich es endlich mal wieder. Jetzt, wo wir die Reha hinter uns haben. Und ihr könnt euch vorstellen, ne, wenn man dann die letzten Tage hat, das ist natürlich dann auch wieder eine Gewöhnungsphase, kann man sagen. Ne? Wie am Anfang, nur halt jetzt am Ende ist das natürlich auch wieder eine sehr stressige Zeit. Vor allem, weil man eben meinem Papa vermitteln muss, dass er einfach nicht mehr alleine zu Hause leben kann. Und da haben wir zwar eh eine Lösung parat gehabt, das ist immer auch das Merkwürdige. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Während mein Bruder in der Reha war, haben sie gemeinsam, mein Bruder, mein Papa mit dem Psychologen, meine Mutter war auch mit dem Handy dort und eben jene betroffene Personen, die eben den Vorschlag einfach aufnehmen können bei sich zu Hause mit Pflege und alles drum und dran. Die haben sich da bereit erklärt und ja, das haben sie eh gemeinsam besprochen. Und jetzt, die letzten Tage, jetzt unmittelbar eigentlich, bevor uns meine Mama abgeholt hat, sind wir dann zum Psychologen gegangen, weil mein Vater unbedingt dahin wollte, weil es ihm so schlecht gegangen ist. Und da haben wir eben das Thema auch wieder gehabt, dass er jetzt nicht nach Hause fahren kann, sondern er muss da jetzt mal zu seinen Freunden, die sich eh um ihn kümmern. Und das, ja, er hat gesagt, das hört er zum ersten Mal, obwohl sie das gemeinsam besprochen haben. Und da wurde er wirklich depressiv. Die Rückfahrt, da wundert es mich eh, dass er überhaupt in ein Auto gestiegen ist. Aber wie der da drauf war, jetzt gestern, als wir eben zusammengepackt haben und alles rund dran, das war halt auch extrem schlimm. Und vor allem habe ich das Gefühl, natürlich darf ich das nicht persönlich nehmen, aber irgendwie, wenn er einen Frust hat, lässt er das eher an mir raus. Das habe ich jetzt auch gesehen. Er hat mir zwar das auch immer wieder vermittelt, dass er das nicht möchte und so, aber es passiert halt und das geht ja auch nicht so spurlos an mir vorbei, wenn du da die ganze Zeit mit deinem Papa den Tag verbringst und er dich immer wieder, ne, so mixt
wie sagt man, Mixed Reactions, wie auch immer, ne? Zum einen sagt er immer, wie gern er mich hat und alles drum und dran, und zum anderen sieht man das auch in seiner Mimik, diese Abneigung mir gegenüber oder halt der ganzen Situation gegenüber, aber an mir lässt er halt das dann immer wieder raus, und das hat mich auch immer wieder fertig gemacht. Ja, auf jeden Fall hatten wir dann die letzten Tage, anscheinend während mein Bruder dort war, das meine ich eben, ging es eigentlich relativ gut, aber jetzt dann die letzten Tage wieder beim Wechsel, die letzten 5 Tage waren halt auch wieder brutal. Weil er sich wieder so komisch verhalten hat und so. Und du musst halt die ganze Zeit, ja, aufpassen. Du konntest keine Ruhe haben, weil du konntest, auch wenn du ein separates Zimmer gehabt hast, konntest du nie abschalten. Das habe ich jetzt eben gestern, nachdem ich wieder zu Hause angekommen bin, gecheckt und realisiert bei mir. Ich war dann noch in dieser Alarmstellung, ne, nach dem Sinn, wenn ich irgendwas höre, denke ich, dass ich jetzt gleich einschreiten muss, nach dem Sinn. Weil so waren halt meine Tage und konnte da nie wirklich so abschalten und war in Alarmstellung, dass ich gleich immer wieder eingreifen muss. Wenn jetzt zum Beispiel wir nach dem Essen zurück zum Zimmer gegangen sind, er in sein Zimmer, ich in mein Zimmer, und dann er wieder auf irgendwelche Gedanken kommt, musste ich auch immer wieder bereit sein, da gleich sofort einzugreifen, wenn er da wieder herumwandert oder was auch immer da anstellen möchte. Was jetzt nicht jeden Tag war, aber es war halt immer wieder und du konntest einfach nicht abschalten. Und ich bin ja auch kein... Und ich bin halt auch keine gelernte 24-Stunden-Pflege. Ich bin da einfach als Notfalllösung da eingeschritten und habe mich eben um meinen Papa gekümmert. Ja, das war halt sehr, sehr anstrengend und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Konnte jetzt eine Nacht, ne? Gestern bin ich angekommen zu Hause. War ja auch wieder eine Sache, ne? Das ganze Transportieren. Wir sind zuerst zu uns nach Hause gefahren und dann haben wir schauen müssen, dass mein Papa da wieder irgendwie ins Auto steigt, dass er halt wieder zum Freund fahren kann und dort, ja, sich einfügen kann in die neue Wohngemeinschaft, kann man schon sagen. Ja, das war sehr, sehr anstrengend die letzte Zeit. Aber wie schon gesagt, jetzt habe ich endlich... Es ist eigentlich ein normaler Tag, kann man sagen. Ich bin zu Hause bei mir in den Ferien, kann jetzt hier aufnehmen, kann Essen machen und was auch immer, aufs Klo gehen, in mein Bett schlafen. Meine Mutter, die ist auch daheim. Das war Normalität, bevor das alles passiert ist. Dass ich da bei meiner Mutter wohne und dass sie da fernseht. Zum Beispiel gestern hat sie da einen Film gesehen und hat wieder rumgesungen und alles drum und dran. Das war auch immer wieder Normalität. Aber nach den letzten Monaten hatten wir so eine Situation gar nicht mehr, so eine normale. Und da muss ich mich jetzt auch dran gewöhnen. Umstellung wieder, in mein normales Leben kommen. Ja, das mal zu der ganzen Reha-Geschichte und so. Jetzt ist er auf jeden Fall ein paar Wochen lang bei den Freunden. Wie es ausschaut, ich habe ja gesagt, er war richtig depressiv und schlecht drauf während der Abfahrt und so gestern, und meine Mutter meint, jetzt geht's ihm eigentlich wieder relativ gut, also er freut sich jetzt auf jeden Fall wieder, was ja auch schön ist. Wäre jetzt auch schlecht, wenn er jetzt die ganze Zeit wirklich nur depressiv ist und jetzt alles aufgibt. Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch wegen den Medikamenten geschaut, weil das geht nicht. Ich glaube, die hat er jetzt eigentlich nur bekommen, von dem, als er da in der Psychiatrie für ein paar Tage war, damit er irgendwie ruhig gestellt wird. Aber gleichzeitig, das ist irgendwie so ein Teufelskreis, machen die Medikamente ihn so verwirrt. Aber gleichzeitig bringen die ihn dann auch irgendwie wieder runter. Ne, ruhig stellen. Aber die vernebeln ihn so das Gehirn, dass er wirklich verwirrt wird.
So nach dem Sinn, ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein Kandidat für die Psychiatrie. Aber was kann er da, das, ne, er hat das eben von der Psychiatrie, Alter, da war, diese Medikamente bekommen, die ihn noch verwirrter machen. Und das meine ich eben, das ist das Brutale an der ganzen Sache. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall mal geschaut, dass er da jetzt wirklich nur die nötigsten Medikamente kriegt. Er kriegt ja Medikamente, damit das, das der Tumor nicht mehr weiter wächst oder die ganzen Schwellungen von der Chemo, dass die runtergehen im Kopf. Oder er kriegt halt auch immer wieder so Anfälle, dass man denen entgegenwirkt. Deswegen nimmt er immer Medikamente. Aber ja, anscheinend auch andere, die eigentlich ganz, ganz schlecht sind. Und da schauen wir mal, dass wir das jetzt umstellen können. Und schauen wir mal, ob er sich da einleben kann. Die Zeichen schauen jetzt schon relativ gut aus, kann man sagen. Und dann ist, glaube ich, der Plan, haben sie ein Haus bereitgestellt, eine Wohnung. Also die Freunde, die sich jetzt um ihn kümmern. Wo er dann während dem Winter leben kann. Mit Pflege, natürlich. Was ja natürlich jetzt auch uns sehr, sehr hilfreich ist, weil daheim bei ihm kann er nicht leben, besonders jetzt im Winter, weil das eigentlich schon so eine Bruchbude ist. Und bei uns daheim will er nicht leben und macht die ganze Zeit dann ein Radau. Und ich persönlich sage auch, nach den Tagen, was ich da erlebt habe in der Reha, will ich auch nicht, dass ich da jeden Tag damit konfrontiert bin, weil er bei uns zu Hause wohnt. Es ist jetzt nichts gegen meinen Papa, aber so, nee, da drehe ich dann selber durch. Ich habe jetzt eh schon längst aus dem letzten Loch gekratzt. Hab da eh in der Reha während den letzten Tagen zweimal am Abend. Ja, einen Zusammenbruch habe ich nicht gehabt, aber auf jeden Fall ist da wieder alles für mich zu viel geworden. Ich habe geweint und alles drum und dran. Und deswegen sage ich auch, das ist zu Hause, kann ich mir das zumindest so, wie er sich momentan verhält, nicht vorstellen. Das habe ich auch meiner Mutter gesagt, dass ich das nicht aushalten würde. Ja, das mal zu dem. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass alles jetzt so wie geplant funktionieren kann. Und schauen wir mal, wie das weitergeht. Das auf jeden Fall mal zu der Sache hier. Reha, was die letzten Wochen passiert ist und was jetzt noch so ansteht in meinem privaten Leben. Ich kann noch so viel euch erzählen über die Reha, was da passiert ist. Habe ich ja eigentlich auch vorgehabt, aber ich habe das Gefühl, dass das Spiel bietet mir nicht so viel Freiraum, um jetzt darüber reden zu können. Jetzt hier in dieser Passage habe ich eh das Gefühl, dass ich jetzt wieder mehr laber, als ich eigentlich aufgenommen habe. Also kann es gut sein, dass ihr jetzt immer die gleichen Matches zu sehen bekommt. Und wenn ich mir mal denke, das war nur ein Bruchteil, den ich erzählen könnte, ja. Ja, muss ich mich auch dran gewöhnen, dass ich eben hier nicht alles ansprechen kann. Ja, aber das reicht, glaube ich mal. Dieses Thema wollte ich eigentlich eh schon mal loswerden und damit ist es für mich abgehakt. Wie schon gesagt, ich bin gestern angekommen zu Hause. Ich habe es eh auf Twitter geschrieben. Ich habe mich noch nie so sehr in meinem Leben auf mein eigenes Zimmer gefreut. Was ja eigentlich vor noch 2 Monaten Normalität war, dass ich dauernd in meinem Zimmer herumgegammelt habe. Nicht habe, sondern bin. Ich kann nicht mehr. Es war Normalität. Und jetzt freue ich mich richtig drauf, dass ich hier jetzt herumgammeln kann. Ja, auf jeden Fall kann es da jetzt eigentlich nur besser werden. Ich glaube, das war jetzt sowieso die schwierigste Zeit. Vor allem jetzt, wo wir eh schauen, dass er andere Medikamente bekommt oder halt die reduzieren. Ne, die ihn so verwirrt machen. Das, nicht nur ihn selbst, ne? Wenn wir jetzt das nehmen würden, würden wir auch so gaga werden im Kopf. Das ist eben das Brutale. Ja. Aber ich denke, es wird sowieso besser.
Mein Papa hat sich zwar auch gesundheitlich jetzt verschlechtert, wie es ausschaut, aber vielleicht wird das noch und wenn nicht, dann ist es halt so. Die Chancen stehen sowieso sehr schlecht, dass es überlebt jetzt bis nächsten Sommer, kann man sagen. Und ja, wir schauen halt auch gemeinsam einfach, was geht und was eigentlich auch das Beste für ihn ist, weil mehr kannst du eh nicht machen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das noch entwickeln wird. Naja, das war's aber auf jeden Fall für heute, würde ich hier sagen. Im nächsten Part geht's dann hier wieder mit Innosum 11 weiter. Gegen Mirwich spielen wir dann. Schauen wir mal, wie sich das Match dann entwickeln wird und was jetzt hinter der ganzen Sache zwischen Houdini und Wanli steckt. Da ist ja noch irgendwas. Irgendwas lauert da noch, was wir nicht wissen. Ja, also, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss und baba.